Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Freitag zu einem Reading für den morgen stattfindenden Vollmond im Zeichen des Krebs. Ich mache normalerweise ja direkt am Montag, ob Vollmond oder Neumond, ein Reading, das ich dann oftmals über die Webseite oder Vimeo anbiete. Aber diese Vollmondenergie scheint mir so viel Entwicklungspotenzial zu haben, dass ich wirklich möchte, dass dieses Video so viel Menschen wie möglich anschauen können. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, es schon heute zu machen. Die Energien sind schon präsent im Kollektiv. Und ja, ich stelle es öffentlich hier auf YouTube zur Verfügung. Natürlich freue ich mich über jeden freiwilligen Energieausgleich. Ich bin euch da von Herzen dankbar, denn damit ermöglicht es mir natürlich der Umstand auch, dass ich möglichst viele Videos kostenfrei anbieten kann hier auf meinem Kanal. Und vielleicht kennst du jemanden, dem du das Video schicken kannst. Es wäre super lieb, wenn du die Videos teilst, ja. Denn ich habe das Gefühl, dass diese Vollmondenergie für viele Menschen ganz großes Transformationspotenzial bereithält. Und deswegen heute ein sehr ausführliches Reading zu dem Vollmond im Krebs. Herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ja, meine Lieben, dieser Vollmond lädt uns ein, in die Tiefen unseres Daseins abzutauchen. Die Energien sind schon jetzt während der Woche sehr präsent gewesen im Kollektiv. Vielleicht habt ihr es auch gespürt. Ja, die Rauhnächte sind jetzt zu Ende gegangen. Man hat viel über sich selbst gelernt. Wer sich hier intensiv mit den Themen beschäftigt hat, die uns selbst betreffen, ja, die unsere eigene seelische Weiterentwicklung betreffen, ging das schon recht tief. Und jetzt zum Abschluss dieser Phase haben wir hier einen Vollmond im Kollektiv, der noch einmal einlädt, wirklich abzutauchen in die Untiefen unseres Daseins, um uns unsere Angst anzuschauen. Ich hatte das ja schon seit Anfang der Woche so wahrgenommen und auch in meinen Readings gesagt, dass ich das so empfinde. Und auch in diesem Reading möchte sich dieses Thema zeigen. Denn nur dann, wenn wir uns unserer Urängste überhaupt bewusst sind, haben wir die Chance, sie loszulassen und damit neue Wege zu beschreiten. Denn wenn du dir vielleicht jetzt vorgenommen hast, für das Jahr 2023 etwas Großes in deinem Leben zu verändern oder wirklich etwas Neues zu beginnen, dann könntest du jetzt mit diesem Vollmond immer noch so eine kleine Blockade in dir aufkommen spüren. Und das ist meistens die Angst. Im Grunde ist es die Angst vor der eigenen Courage, ja, und die dürfen wir uns im Zuge dieses Vollmondes nochmal anschauen. Ja, meine Lieben, was habe ich gemacht? Ich habe hier aus den Mondbotschaften der Seele einmal die Karte herausgesucht, die speziell für den Mond im Krebs steht, hier in diesem Deck. Diese Karte habe ich dann mit 7 Karten aus dem Leitziehers-Tarot geklärt und habe zu dieser Legung aus dem Leitziehers-Tarot jeweils eine Tarotkarte aus dem Rider-Waite-Tarot als zusätzliche Information herausgemischt. Wir schauen uns die Kartenkombinationen alle sehr ausführlich an. Und zum Schluss gibt es hier drüben noch einen Schutzengel. Da möchte ich euch auch gerne den kurzen Text aus dem Begleitbuch vorlesen, weil ich ihn wunderschön und sehr passend finde zu dieser Mondenergie. Da habe ich gefragt, welcher Engel begleitet uns hindurch. Ja, meine Lieben, wir haben hier aus den Mondbotschaften der Seele diese wunderschöne Karte Mond im Krebs. Und hier heißt es, achte auf die Botschaft deiner Seele. Es geht um unser Seelenerleben. Wir Menschen neigen dazu, vor allem auf unsere Gedanken zu achten. Ja, wir sind von klein auf dazu erzogen, einfach über Dinge nachzudenken, Entscheidungen hauptsächlich aus dem Verstand heraus zu treffen. Und die Krux dabei ist, dass wir diese Entscheidungen, die wir aus dem Verstand heraus treffen, hauptsächlich aufgrund gemachter Erfahrungen treffen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man sich zunächst mal vor Augen führen darf.
wenn wir neue Entscheidungen treffen, wenn wir an Weggabelungen stehen und dürfen uns entscheiden, links oder rechts, dann rattert sozusagen in unserem Gehirn ein Rädchen und zeigt uns auf, was wir in der Vergangenheit vielleicht schon mal falsch entschieden haben, was in der Vergangenheit nicht wirklich funktioniert hat, was wir vielleicht bereuen, ja. Und dadurch entstehen Gefühle des Zweifels und der Unsicherheit. Und ganz oft, obwohl uns vielleicht eine tolle Chance im Leben bevorsteht, eine wunderschöne Gelegenheit, ja, um uns auch weiterzuentwickeln, sitzt da irgendwo so eine Angst in uns, das Falsche zu tun oder vielleicht sich gar zu viel zuzutrauen. Ja, dann kommen oftmals so negative Glaubenssätze hoch. Kann ich das wirklich? Soll ich das wirklich wagen? Ach, da bin ich doch nicht gut genug für. Oder das halte ich ja doch nicht durch. Ja, wenn wir aber diesen Verstand, der uns da nicht unbedingt immer der beste Helfer ist, mal versuchen zur Ruhe zu bringen, dann hören wir die leise Stimme unserer Seele. Und diese Stimme, die ist wirklich anfangs, wenn wir beginnen mit dieser Arbeit, ja, also auf unsere Intuition zu achten, auf unser Bauchgefühl, ist sie wirklich noch sehr leise. Aber was wunderschön ist, je öfter du dieser Seelenstimme folgst und dich an ihr orientierst, desto lauter wird sie quasi und desto mehr Hinweise kommen auch im Außen auf dich zu, um dich auf deinen Seelenweg zu führen. Und die allererste Karte, die hier aus dem Leitzierstarot gefallen ist, sind die zwei Schwerter. Und da musste ich gleich an mein Video denken, das ich am 1. Januar gemacht habe, zu den Energien für die erste Jahreshälfte im weiblichen und männlichen Kollektiv, war das, glaube ich. Und da fielen die zwei Schwerter für das weibliche Kollektiv. Und da geht es so ein bisschen darum, nicht hinsehen zu wollen, wo es eventuell noch zwickt. Ja, also das nehme ich wahr mit dieser Karte. Die zwei Schwerter, das ist eine Energie, da verschließt man die Augen vor etwas, man verschließt aber auch ein bisschen das Herz. Und gerade wenn du vielleicht im vergangenen Jahr schmerzliche Erfahrungen gemacht hast, könnte es sein, dass du jetzt ins neue Jahr so ein bisschen in dieser Energie gestartet bist, nämlich dass du dein Herz beschützt und dass du auch im Moment, ich sage es jetzt mal sehr salopp ausgedrückt, die Nase voll hast, irgendwelche Schmerzen, Ängste oder negativen Gefühle zu spüren, geschweige denn anzuschauen. Ja? Und als Klärungskarte aus dem Rider-Waite-Tarot fielen dann die 8 Kelche und da war ich auch sehr berührt davon, denn das war die Karte, die am Mittwoch beim One-Card-Channeling gefallen ist. Und da ging es auch um Ängste, denn der Mond, ja, hier auf dieser Karte und auch mit der Illustration auf dieser Karte steht dafür, dass dieser Mann sich hier aufmacht in die dunkle Nacht, trotz seiner Ängste. Er vertraut darauf, dass seine Intuition, seine innere Stimme, seine Seele ihn richtig leitet, denn die Seele sagt ihm, obwohl er hier 8 aufrechte Kelche stehen hat, verlasse die Situation, denn es ist nicht dienlich, hier zu bleiben, denn hier ist keine Weiterentwicklung mehr möglich. Was ich hier spüre mit dieser Kartenkombination: Die geistige Welt möchte uns damit darauf hinweisen, dass dieser Mond, ein Vollmond, beleuchtet, was uns noch blockiert, sodass wir unserem Seelenweg nicht wirklich folgen können. Das heißt, wenn du in einer Situation steckst und hast vielleicht schon länger das Gefühl, eigentlich müsste sich hier was verändern. Das kann zum Beispiel eine Jobsituation sein, ja. Das kann aber auch dein eigenes Lebensgefühl sein, wenn du morgens aufwachst, ja. Das kann eine Freundschaft sein, natürlich auch eine Liebesbeziehung, eine Seelenpartnerschaft. Wenn du schon länger das Gefühl hast, hier geht es für mich darum, eine Situation hinter mir zu lassen, weil sie mir nicht wirklich gut tut, ja, dann
fordert dich dieser Mond auf, nochmal hinzuschauen, was ist es eigentlich, was dich noch davon abhält, dieser Situation oder vielleicht auch dieser Person den Rücken zu kehren. Und dann werden wir ganz oft an unsere Urangst geführt. Aber eben nur dann, meine Lieben, und das ist so entscheidend, wenn wir die Augenbinde abnehmen, unser Herz aufmachen und sagen, okay, ich lasse jetzt mal zu, dass das in mir hochkommt, was ich hier zeigen möchte. Und das ist so wunderschön, da ist wieder diese tolle Karte gefallen, das ist hier in diesem Deck beinahe meine Lieblingskarte, die vier Schwerter, das ist so schön hier illustriert, die Frau liegt in ihrem Nest und hat ihr Herz hier vor sich liegen. Ja, und da geht es darum, dass du dein Herz einmal aufmachst und hinspürst, was kommt da an Angst und an Blockade noch in dir hoch. Ja, der Krebs, das ist ein sehr intuitives, gefühlvolles Zeichen. Da möchten Emotionen nach oben kommen. Und als Klärungskarte, schau mal, wie wunderschön ist das, fällt die Mäßigkeit. Dein Schutzengel ist hier an deiner Seite und sagt, trau dich hinzuspüren. Was ist es noch, was dich zurückhält, das Leben zu führen, was du dir wirklich erträumst, ersehnst, was du dir wünschst? Was blockiert dich noch, den Weg in deine Freiheit einzuschlagen? Bei dieser Karte war mir auch sofort wieder bewusst, dass es derzeit viele Seelen, ja, die schon im Jenseits sind, seien es Menschen oder Tiere, die eng mit dir verbunden waren, hier bei uns sind, um uns zu ermutigen, zu fühlen. Ja. Unsere lieben Verstorbenen, und wie gesagt, das kann eine liebe Tierseele sein, die du noch immer vermisst, oder ein lieber Mensch, der dir sehr viel bedeutet hat und du ihm oder ihr, möchte dich ermutigen, dir Zeit zu nehmen, jetzt am Wochenende in dieser Vollmondenergie in dich selbst einzutauchen und hinzuspüren, was möchte dir deine Seele mitteilen. Und schaut mal, wie wunderschön das passt. Hier fällt die Hohe Priesterin. Die Hohe Priesterin ist per se deine Seelenstimme. Da geht es um die innere Führung. Da geht es um die Verbindung mit unserem höheren Selbst. Solange wir, meine Lieben, und ich spreche da aus eigener Erfahrung, ja, uns nicht trauen, uns mit unserer schlimmsten Angst zu konfrontieren, werden wir in Situationen verharren, die zwar dafür sorgen, dass wir uns dieser Angst im Moment nicht stellen müssen, die uns aber zunehmend unbequem erscheinen werden. Und zwar warum? Weil die Seele weint. Die Seele weint dann, wenn wir gegen unsere innere Stimme, gegen unser höheres Selbst handeln, aus einer Angst heraus, die meistens auf vergangenen Geschehnissen beruht. Als Klärungskarte hierzu, passender geht's nicht, der Eremit, zwei große Arkana-Karten. Der Eremit und die vier Schwerter, beides Bestätigungen, dass es an dem Wochenende jetzt in dieser Vollmondenergie um Rückzug geht, denn nur wenn du dich zurückziehst, in deinen eigenen inneren heiligen Raum begibst, wirst du die Stimme deiner Seele hören können. Solange wir uns ablenken, solange wir die Augenbinde tragen, unser Herz verschließen, weil wir es schützen möchten. Und zwar zum einen natürlich von Verletzungen von außen, vor Verletzungen von außen, aber zum anderen auch vor in uns aufsteigenden Gefühlen, denen wir uns oftmals nicht gewachsen fühlen. Wer schaut sich schon gern seine Urangst an? Ja, wir laufen lange Zeit weg. Doch immer mehr Menschen, und dieses Jahr 2023 wird prädestiniert dafür sein, ja, kommen dahinter, dass es keinen Sinn macht, unsere Ängste, die so große Blockaden auf unserem Seelenweg setzen, immer wieder in unser Unterbewusstsein zurückzudrängen.
die bahnen sich, ich möchte fast sagen, unaufhaltsam den Weg. Ja, denn nur im Rückzug, meine Lieben, kommen diese unterdrückten Gefühle nach oben. Hier fällt per se der Mond, ja, unter die Mondbotschaft. Also das ist schon ein Gänsehautmoment gewesen, als ich die Legung ausgelegt habe. Der Mond steht natürlich jetzt für die Krebs-Vollmond-Energie, aber eben auch für alles, was in unserem Verborgenen liegt. Ja, was wir vielleicht auch immer wieder in unser Unterbewusstsein abdrängen, was wir uns nicht anschauen wollen. Ja, und das hat ja schon letztes Jahr begonnen. Viele von euch haben auch die Erfahrung gemacht, dass Dinge, die wir nicht sehen wollen, umso deutlicher auf den Plan treten. Ja, also gerade wenn du immer wieder versuchst, vielleicht Gefühle zu unterdrücken, dann werden im Außen Dinge geschehen, die dich fühlen lassen, unweigerlich fühlen lassen. Ja, da möchte ich ganz kurz von einem ganz, ganz lieben Klienten von mir berichten, von einem Mann, der ja schon lange Zeit das Problem hatte, wirklich zu fühlen. Er hat auch immer geschrieben, Uli, ich weiß nicht, ich würde so gern mal weinen können, dass mein Herz richtig aufgeht. Und er hat leider kurz vor Weihnachten seinen geliebten Hund einschläfern lassen müssen. Und ich habe dann eine ganz berührende Nachricht bekommen, in der er mir geschrieben hat, so schlimm es war, dass er seinen geliebten Hund gehen hat lassen müssen. Er hat aber auch schon ein sehr hohes Alter und für den Hund war es dann letztlich eine Erlösung. Er hat gesagt, er ist trotz dem ganzen Schmerz so unendlich dankbar, dass ihm dieses Erlebnis eine Mauer um sein Herz eingerissen hat, ja, die er errichtet hatte. Und er hat jetzt das Gefühl, alle Emotionen, alles, was hier unterdrückt war, kam ausgelöst durch den Tod des Hundes nach oben. Und er hat das so schön beschrieben, er hat gesagt, er hat das Gefühl, sein Herz liegt jetzt roh auf seiner Hand. Das fand ich so wunderschön. Und da musste ich gerade vorhin auch daran denken, ja, das Herz dieser Frau liegt hier roh und eigentlich ungeschützt mit ihr zusammen in dem Nest. Und das ist das, was dieser Vollmond hier auslösen könnte. Ja, als Klärungskarte die 5 Stäbe, das ist genau dieser Konflikt, dass wir auf der einen Seite uns ja wünschen, ja, und die meisten Menschen, die hier in unserer Heart and Soul Family sind, ja, die auf ihrem spirituellen Entwicklungsweg ja durchaus schon weit sind, die meisten wünschen sich ja sehr, dass sie angebunden sind an ihre Gefühle, dass sie nichts mehr unterdrücken müssen, dass sie sich auch mutig ihren Ängsten stellen. Aber trotz allem tut manches eben sehr, sehr weh, ja. Und diese Ängste möchten gesehen werden, denn solange wir sie hier ins Unterbewusstsein, in unseren tiefsten Keller unterdrücken, fühlen sie sich nicht wahrgenommen und nicht gesehen und dann piesacken sie uns von dort aus. Ja? Deswegen ist es so wichtig, die Ängste anzuschauen. Und ich mache ja morgen Abend meine erste Vollmond-Session über Zoom. Und es haben sich jetzt schon viele angemeldet. Ich freue mich da sehr darauf, denn da werden wir in eine wundervolle Meditation zusammen eintauchen und werden uns unserer schlimmsten Angst einmal annähern, sodass sie sich gesehen fühlt. Und das ist so heilsam, meine Lieben. Solange wir die Augen zumachen und denken, tja, wenn ich da nicht hinschaue in meine dunkelsten Ecken, dann kann mir auch nichts passieren, können wir uns letztendlich nicht weiterentwickeln. Denn die Entwicklung unserer Seele findet nur statt, wenn wir alles da sein lassen, was in uns ist. Solange wir etwas wegdrängen und wollen es nicht anschauen, gärt es in unserem Innersten, macht uns unzufrieden, raubt uns Lebenskraft. Und vielleicht manifestiert es sich sogar körperlich. Ja? Ich habe es in vielen Videos gesagt, wenn wir unserer Seele keine Stimme verleihen, dann beginnt oftmals der Körper zu sprechen.
Wir haben als nächste Karte Justice, die Gerechtigkeit. Viele Menschen transformieren gerade karmische Themen. Ja? Die Gerechtigkeit, für mich die Karma-Karte im Tarot. Da geht es darum, dass wir auch Vorgänge, die wir in vergangenen Leben vielleicht nicht abgeschlossen haben, jetzt zum Abschluss bringen können. Deswegen begegnen wir auch vielen karmischen Seelengeschwistern, die uns dann auf diese Aufgaben hinweisen. Ja, das ist 2023 auch ein bisschen das Jahr der karmischen Seelenpartnerschaften. Ja, die dürfen sich dann auch auflösen, wenn das Karma erledigt ist. Ja, da gab es ja ein Reading von mir am Dienstag, glaube ich, dazu. Wenn du es nicht gesehen hast und gehst jetzt hier in Resonanz, rate ich sehr, dir das anzuschauen. Denn es geht bei den karmischen Seelengefährten nicht immer nur um Liebespartner, meine Lieben. Ja, ich hatte da so einen sehr netten Kommentar von einer Dame, die geschrieben hat, ich verabschiede mich jetzt von deinem Kanal, weil bei dir geht es ja immer nur um Seelenpartner und Beziehungen. Also zum einen geht es bei mir schon ganz lange hauptsächlich eben nicht mehr um Beziehungen, sondern um deine eigene persönliche Weiterentwicklung. Deswegen fand ich diesen Kommentar sehr, sehr schade. Und zum anderen bedeutet es nicht, dass ein karmischer Seelengefährte immer dein romantischer Liebes- oder Wunschpartner sein muss. Auch deine Schwester, dein Kind, dein Arbeitskollege kann ein karmischer Seelenpartner sein, der nämlich einer gemeinsamen Seelenfamilie mit dir angehört und der sich mit dir in dieser Inkarnation zu einem Treffen verabredet hat, um einen kleinen Stachel in eine Wunde hineinzustechen, die schon in dir ist. Und diese Wunde, die kann karmischer Natur sein, ja. Vielleicht hast du in früheren Leben in Beziehungen immer sehr, sehr viel gegeben und hast dich selbst in den Schatten gestellt, ja. Oder du hast dich von vielen Menschen vielleicht nicht respektvoll behandeln lassen. Und jetzt ist es dein karmisches Thema, in deinen Wert zu finden, für dich einzustehen. Und dann kannst du in deinem Leben einigen karmischen Seelengeschwistern begegnen, die dir diese Wunde aufzeigen. Ja, und das ist so ein bisschen jetzt auch durch diesen Vollmond beleuchtet, dass du hinschauen darfst, ja, wo könnte hier denn noch eine Aufgabe dahinter stecken, die sich vielleicht wie ein roter Faden schon durch mein Leben zieht. Ja, als nächste Karte fallen die 8 Stäbe, das ist Feuerenergie. Das heißt, wenn du dich hier noch einmal der Innenschau hingibst, ja, und vielleicht die ein oder andere Angst oder das ein oder andere unangenehme Gefühl, ich sag mal, durch dich hindurch abfließen lassen kannst, wirst du die Voraussetzungen dafür schaffen, dass dein Leben Fahrt aufnimmt. Denn die 8 Stäbe sind eine Karte für Vorwärtsbewegung. Ja, oder ist eine Karte für die Vorwärtsbewegung. Und schaut mal, wunderschön, nochmal eine große Arcana-Karte. Allein daran sieht man die Vielzahl der großen Arcana-Karten, dass diese Vollmondenergie es schon in sich hat. Ja? Und der Narr steht für eine Tabula Rasa. Also es geht für uns jetzt zu Beginn des neuen Jahres wirklich nach wie vor darum zu gucken, was ist vielleicht hier noch störend in meinem Energiefeld als Blockade vorhanden. Und das sind Ängste. Ängste blockieren uns und halten uns davon ab, wirklich mit leichtem Gepäck in dieses Jahr zu starten. Man könnte eigentlich fast sagen, so nehme ich das ein bisschen wahr, dass dieser Vollmond uns im Grunde nochmal dazu aufruft, Gepäck abzulegen, ja, dass wir noch so vielleicht auch ein bisschen versteckt vor uns selbst, ja, aus dem alten Jahr mitgenommen haben, das möchte jetzt endgültig abgelegt werden, sodass wir mit leichtem Gepäck, ich glaube Silbermond hat da so ein schönes Lied dazu mal geschrieben, dass wir mit leichtem Gepäck die Reise jetzt ins neue Jahr beginnen können. Und die letzte gefallene Karte waren die 8 Münzen, auch eine sehr schöne Energie, denn hier geht es vor allem auch darum, dir immer wieder vor Augen zu halten, was du schon alles erreicht hast.
ja? Denn ich möchte natürlich auch nicht, dass du jetzt dieses Reading anschaust und dann mit einem, ja, ein bisschen Schalengefühl deinen Computer oder dein Handy ausschaltest und sagst, ja, jetzt habe ich hier wieder eine Aufgabe für mich, ja? Nein, du sollst dir auch mal wirklich sehr, sehr lobend auf die Schulter klopfen oder dich liebevoll in den Arm nehmen und zurückschauen und sagen, schau mal, das habe ich schon alles erreicht, das habe ich geschafft, ich bin schon weit gekommen auf meinem Weg. Und unsere Entwicklungsreise auf Seelenebene, meine Lieben, das ist keine, ich sag mal, schnelle Reise. Wir werden immer wieder herausgefordert, wir werden immer wieder von der geistigen Welt geprüft und es gibt durchaus auf dieser Reise immer mal Stationen, da bleiben wir ein Stückchen stehen. Wir sammeln Kraft, um dann weiterzugehen. Ja, so dass wir im Ganzen uns immer weiter nach oben entwickeln, aber das ist keine, ja, ich sag mal, lineare Linie, sondern das verläuft in Wellenformen. Ja, wir sehen uns immer mal mehr in unserer Kraft. Wir fühlen uns stärker, wir fühlen uns mehr verbunden mit uns selbst, mit unseren göttlichen Helfern. Und dann gibt es mal wieder Phasen, da hören wir die Stimme unserer Helfer gar nicht so laut. Ja, da nehmen wir nicht so wahr, was wir fühlen. Aber das gehört auch dazu. Und die kontinuierliche Arbeit an uns selbst wird uns dann die Früchte einbringen, ja. Und was ich sehr, sehr schön finde, zu den 8 Münzen fiel hier als Klärungskarte die 10 Münzen. Das ist für mich eine Fülle- und Erfüllungskarte. Hier sehen wir wieder, dass es, bevor wir vielleicht die erfüllte Liebe finden, ja, sehen hier viele Singles zu. Ich weiß, viele von euch haben den Wunsch, eine liebevolle Partnerschaft auf Augenhöhe zu führen. Aber die beiden Karten zeigen wieder sehr schön, dass die Voraussetzung dafür ist, dass wir auch in der Liebe eine erfüllte Partnerschaft führen können oder ins Leben ziehen, dass wir selbst in unserem inneren Zuhause ankommen. Das sind für mich immer die 10 Münzen, dieses eigene innere Zuhause, indem wir zu jeder Zeit Liebe finden, Trost finden, Halt finden. Denn wenn wir das gefunden haben, ja, dann können wir, wie es uns hier der Page der Stäbe so schön zeigt, als Gesamtenergie an der Unterseite des Decks, dann können wir frohen Mutes losgehen, neugierig sein auf alles, was kommt, und so werden wir die Vollmondenergie hinter uns lassen können. An der Unterseite des Rider-Waite lag meine Lieblingskarte, die 9 Münzen. Diese Frau ist ebenfalls in ihrem inneren Zuhause angekommen. Ja, ruht in sich selbst, ist sich selbst ihrer bewusst, ihres Wertes bewusst, ja, und hat auch keine Angst vor der Angst. Das ist ganz entscheidend. Ja, meine Lieben, zum Schluss noch unser wunderschöner Schutzengel. Schaut mal. Hier fiel der Engel heilende Energie. Und ich möchte euch kurz noch ein paar Zeilen dazu aus dem Büchlein vorlesen. Hier heißt es: Die Engel hüllen dich zurzeit in heilende Energie ein. Sie schweben um dich herum und erfüllen Körper, Geist und Seele mit einem beruhigenden und friedlichen Licht. Sie leiten dich an, diese heilende Energie zu empfangen und deinem Körper zu erlauben, in seinen natürlichen Zustand perfekter Gesundheit und Güte zurückzukehren. Heilung ist in Wahrheit eine Energie, die über den Körper hinausreicht. Sie ist die Rückkehr zu einem natürlichen und gesunden Zustand. Die Engel der Heilung legen ihre Hände auf dich und alles, was dir momentan vielleicht Sorgen macht, wisse, es wird vergehen. Meine Lieben, ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, das Reading hat euch ein bisschen inspiriert für diese Vollmondenergie. Ich freue mich über alle Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr die Videos teilt und natürlich meinen Kanal abonniert. Dann verpasst ihr nichts, was zu euch kommen möchte. Ich werde viele, viele Videos in diesem Jahr machen und da geht es um eure eigene Entwicklung hineinzufinden in die bedingungslose Liebe zu dir selbst. Das ist ja das Ziel hier in dieser wunderschönen Family und ich freue mich, dass du ein Teil davon bist.
Ich drücke euch ganz lieb. Bis bald, meine Lieben. Die Uli. Tschüss.